Als Axel Milberg am Dorfplatz in Niendorf eintrifft, ist der Andrang groß. Die Schlange für ein Autogramm des Schauspielers ist länger als erwartet. Zu Beginn der Vorstellung begrüßt NDR-Intendant Lutz Marmor das Publikum. Auch der Regisseur Elmar Fischer, Schauspielerin Sandrine Mittelstädt, Autor des Tatorts Marco Wirsch, NDR-Redakteurin Sabine Holtgrewe und Produzentin Kerstin Ramke stellen sich neben Axel Milberg den Fragen des Vorsitzenden des Filmclubs Burgtheater Ratzeburg und Veranstalters Martin Turowski. Nach der Begrüßung und einem kurzen Vorfilm kann die Premiere beginnen. Einer der Hauptdrehorte des neuen Tatort ist Teil der Kulisse. Das historische Gutshaus ragt hinter der Leinwand empor und sorgt für eine ganz besondere Verbindung zum Krimi. Gleich die ersten Szenen sind gespenstisch und packend. Im Publikum wird es mucksmäuschenstill, als Borowski im Haus der Geister ankommt. Die spannungsgeladene Stille wird nur kurz durch das Schlagen der nahen Kirchturmsuhr unterbrochen. Gerade, als sich die Handlung öffnet und sich ein neuer Höhepunkt abzeichnet, bleibt die Leinwand schwarz. Pause. Die habe man laut Turowski bewusst eingebaut, um zum besonderen Flair beizutragen. Früher mussten nun die Filmrollen gewechselt werden, heutzutage sorgt modernste Projektortechnik für ein hochauflösendes Freiluftkinoerlebnis. Nachdem sich das Publikum mit Getränken, Popcorn, Eis oder Deftigem vom Grill versorgt hat, wird weiter kräftig mitgefiebert und gerätselt, wie der mysteriöse Fall wohl ausgehen mag. Es ist eine sternenklare Nacht. Langsam wird es frisch. In Decken eingekuschelt genießt das Publikum die einzigartige Atmosphäre. Der trockene Humor Klaus Borowskis kommt gut an, trotz immer neuer Spannungshöhepunkte wird gelacht. Am Ende ist es aber wieder ganz still, nur noch die gruseligen Soundeffekte untermalen die letzte, entscheidende Wendung auf der Leinwand. Als der Tatort vorbei ist, gibt es Applaus, bevor sich die Niendorfer und Zuschauer von außerhalb äußerst zufrieden auf den Heimweg machen. Der Tatort war total klasse. Besonders gefallen hat mir die ganze Atmosphäre mit dem Gutshaus direkt hinter der Leinwand, erzählt Gabriele Mohr aus Kleinsalitz. Auch Veranstalter und Initiator Martin Turowski ist begeistert. Mit 1005 Besuchern haben wir für unser Freiluftkino einen neuen Rekord aufgestellt. Das Dorf hat sich toll eingebracht, die Organisation mit dem NDR lief hervorragend, ich bin einfach nur stolz. Borowski und das Haus der Geister, ein voller Erfolg für das Dorf und für alle Krimi-Fans, denn sie konnten den neuesten Tatort vor allen anderen erleben. Ausgestrahlt wird der Film am Sonntag, 2.